Zum sechsten Wellengespräch laden Marcel Fischer und Heiko Schafberg. Wir haben heute einen Gast. Hallo, ich bin das Oktopus-Virus. Ich bin gekommen, um euch zu holen. Ich habe großen Hunger. Vergesst Alpha und Delta. Das ist etwas für Waschlappen. Folget Karl Lauterbach, mein bester Mann. Wir kommen in Frieden. Und wir haben noch einen Gast, Gesundheitsminister Jens Spahn. Durchgängig einfach mal wirklich 2G für alle Lebensbereiche. Das ist sozusagen das Gleiche indirekt, aber eben am Ende auch leichter durchsetzbar und umsetzbar, weil das ist schon auch ein Punkt. Wie setzt man sowas eigentlich durch und um, ohne dass irgendwie alles auseinanderfliegt? Und ich finde einfach mal die Ansage, liebe Leute, das Jahr 2022 wird eins sein. Und zwar egal, wie gering die Inzidenz ist, stellt euch drauf ein, 2G geimpft oder genesen und zwar auffrisch geimpft, dann ab einem Punkt X, gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Wenn du irgendwie mehr tun willst als dein Rathaus oder deinen Supermarkt besuchen, dann musst du geimpft 2G, sein. 2G das ganze Jahr. Also ich ahne, Heiko, da werden wir eine ganze Reihe von Wellengesprächen im Prinzip noch zu produzieren haben. Eine endlose Welle. Was meinst du? Ja, das wird eine Dauerwelle. Da freue ich mich schon drauf und vor allen Dingen, wir brauchen ja auch gar nicht traurig sein, dass der gute Jens Spahn uns demnächst verloren gehen könnte. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holotschek nennt es beschämend, dass die Ampelparteien noch keinen Gesundheitsminister vorgeschlagen haben. Er wirbt für SPD-Politiker Lauterbach als erfahrenen Arzt und Epidemiologen. Ich habe mich immer gefragt, warum Pispers und Schramm in Rente gegangen sind. Aber gegen solche kabarettistischen Naturtalente ist einfach kein Kraut gewachsen. Ja, das sehe ich auch. Ich leide auch darunter. Ich komme ja auch vom Kabarett. Ich komme nicht aus dem Völkerrecht, auch nicht vom Bauernhof, aber vom Kabarett. Man muss ja auch sagen, jetzt hat endlich sich eine neue Einheitspartei eigentlich gefunden. Die CSU schlägt einen SPD-Gesundheitsminister vor. Eigentlich brillant. Ja, wie schrieb heute einer so schön, wer je Angst vor Formaldehyd aus Spanplatten hatte, kennt Jens Spahn noch nicht. Wir wollen in der heutigen Ausgabe des Wellengesprächs uns mit einigen Personalien beschäftigen. Der eine oder andere wird bekannt sein, der andere nicht. Ich habe mich mit einer Personalie beschäftigt, die du in das Gespräch hineingebracht hast, Andreas Nohack. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Das ist jemand, der, wenn man bei Psiram nachschaut, im Bereich der Ernährungsergänzungsmittel aktiv ist und der gehört zu einer Art, heute würde man sagen, Verschwörungstheorie an, dass man sich überdurchschnittlich gesund ernähren soll, beziehungsweise auf Industrieessen, so vereinfache ich mal, verzichten soll. Das ist eine ganz interessante Szene, die es da gibt. Ich glaube, dass die im Süden Bayern und in Baden-Württemberg, auch in Österreich, sehr weit verbreitet ist, also dort, wo man noch sehr in Einklang mit der Natur aufwächst. Und die reicht ja zumindest auch in den Mainstream hinein, wenn man sich montags zum Beispiel Markt auf dem NDR mal anschaut, wo dann 4 Glühweine verglichen werden und dann erklärt wird, dass ein Glühwein doppelt so viel Zucker hat wie eine Coca-Cola. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die, ich möchte es mal so behaupten, vor Jahren Mainstream waren, die jetzt zunehmend zugunsten neuer Ideologien ausgegrenzt werden. Aber dieser Andreas Nohack, man findet einiges über ihn im Netz, der ist jetzt verstorben. Und das hat dich angeregt, da ein bisschen zu forschen. Bitte trag vor. Ja, ich war über das Video von ihm gestolpert, in dem er über Graphenhydroxid oder Hydroxyl gesprochen hat. Ich bin diesem ganzen Graphen- und Graphenoxid-Thema so ziemlich aus dem Weg gegangen, weil es für mich so nicht greifbar war und es eigentlich für mich ein Nebenkriegsschauplatz war. Aber das, was er da so chemisch alles erklärt hat, das war eigentlich ziemlich nachvollziehbar. Und gerade Hydroxylgruppen sind ganz wichtig für die Wasserlöslichkeit eines Stoffes. Und indem ich das eigentlich hydrophobe Graphen wasserlöslich mache, wird es natürlich auch für biologische Prozesse interessant. Und dann habe ich mir heute mal kurz die Mühe gemacht und habe in die sogenannte PubMed geguckt. Das ist eine öffentliche Datenbank, die die US-amerikanische Regierung betreibt und finanziert, also die National Library
auf Medicine und habe da mal Graphenoxid eingegeben und habe nicht schlecht gestaunt. Ich habe 17.681 Treffer gefunden. Der erste Artikel stammt aus 2004, dann ist die ersten Jahre nicht viel passiert. Und dann hat die Forschung so ab 2010 Fahrt aufgenommen. Die meisten Artikel wurden publiziert im Jahr 2019. Da waren es 2847 Artikel. Und wenn man mal so ein paar von den Artikeln mal so die Titel rausgreift, hier zum Beispiel einer: Graphenoxid down regulates genes of the oxidative phosphorylation complexes in glioblastoma. Das heißt, Graphenoxid greift in die Zellabläufe in hier einer Glioblastom-Zelllinie ein. Also das sind alles In-vitro-Experimente, aber das ist schon erstaunlich, dass also ein eigentlich bioinertes Material Gene in einer Zelle beeinflussen kann. Und wenn man mal nachliest, dann ist Graphen von der Härte her etwa auf dem Niveau eines Diamanten, um da mal so eine Größenordnung zu bringen. Und er hat ja in seinem Video gesagt, dass also diese Graphenoxid-Schnipsel wie Rasierklingen im Gewebe und im Blut wirken können. Ich habe mal hier noch einen anderen Titel: Derivates of Graphenoxid as a Potential Drug Carrier. Der Artikel ist aus 2019. Dann hier auch nochmal: Functionalized Graphenoxid against U251 Glioma Cells and its Molecular Mechanism. Also da wird ganz viel gearbeitet, also wie Graphen wirken kann. Ich habe hier mal ein Abstract, das ist eine Arbeit aus 2018. Graphenoxid touches blood, in vivo interactions of biocoronated 2D materials. Und ich habe mal ein Stück von Abstract durch DeepL geschickt und da kommt dann raus: obwohl Graphenoxid aus denselben Atomen besteht wie unsere Organe, Gewebe und Zellen, verursacht seine zweidimensionale Beschaffenheit einzigartige Wechselwirkungen mit Blutproteinen und biologischen Membranen und kann zu schwerwiegenden Auswirkungen wie Thrombogenität und Aktivierung von Immunzellen führen. Jetzt bist du dran. Ja, da ist es zumindest schlüssig, dass sich jemand, der sich gegen jede Chemie in Lebensmitteln ausgesprochen hat, sich hiermit befasst hat. Der Mann ist jetzt gestorben, nach dem, was wir wissen, Opfer eines Überfalls. Ja, leider gibt es keine weiterführenden Informationen dazu. Ich hoffe, dass sich da es demnächst mal noch ein bisschen sozusagen aufklärt, weil das ist schon relativ heftig, ne? Es gibt im Moment zumindest ein weinerliches Video von einer Freundin, da wollen wir aber erstmal nicht näher drauf eingehen. Wir haben noch drei weitere Personalien. Die zweite wäre Thomas Sarnes. Das ist ein Arzt gewesen aus dem Havelland, ein pensionierter Arzt von den Oberhavel-Kliniken Oranienburg. Ja, der Kollege hat einige sehr schöne, fachlich absolut korrekte Stellungnahmen auf Facebook abgegeben und ich kann da also nur voll zustimmen. Also da. Dich hatte das sehr beeindruckt. Ich gebe mal zwei Zitate von ihm wieder. Die Mumpsimpfung habe in 39 Jahren nur zu 711 Fällen von Nebenwirkungen geführt, die Impfung gegen Corona aber über 2 Millionen gemeldete Nebenwirkungen in eben nur 2 Jahren. Jeder Tierversuch wäre längst an dieser Stelle abgebrochen worden. Und dann sagte er später auch: keine einzige Prognose der Politiker hat sich bisher auch nur im Ansatz bestätigt. Er bekennt sich übrigens zu Impfungen. Selbst ist er gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Pocken, Tuberkulose, Hepatitis B, Typhus, Cholera, Gelbfieber und Tollwut geimpft. Das Video, was er gedreht hat, ist so um die 20 Minuten lang. Ich würde sagen, am Anfang und am Ende jeweils 3 Minuten zu lang. In der Mitte hat er aber ein Gespräch mit seinem Vater erwähnt, welches sich sehr beeindruckt hat. Ja,
weil er erzählt, er hätte sich mit seinem Vater fürchterlich zerstritten, weil sein Vater ihm im Prinzip erklären wollte, wie es nach 1933 eigentlich zur Etablierung der faschistischen Diktatur gekommen ist und er das nicht glauben wollte. Und er jetzt nach den letzten knapp 2 Jahren sich sozusagen posthum bei seinem Vater entschuldigt und sagt, Papa, du hast recht gehabt. Das ist schon erstaunlich. Ja, auf jeden Fall ergreifend. Wir wollen 2 weitere Personalien bringen, beziehungsweise ich möchte sie bringen. Die erste wäre Dr. Rabe. Der hat beim MDR ein Interview gegeben. Er hat sich kritisch zu den Impfungen geäußert. Das hat den MDR motiviert, praktisch einen Faktencheck gegen seinen eigenen Beitrag aufzustellen. Eine weitere Personalie, die wir in unsere Sendung einfügen wollen, ist der Bürgermeister Uwe Scheele von Neuhaus. Das ist wirklich sehr interessant. Er hat auf der Webseite der Stadt Neuhaus, das ist am Rennweg, wir sind beide Thüringer, die höchste Stadt in der DDR war das, ungefähr so 8000 Einwohner. Er hatte einen sehr, sehr interessanten Text geschrieben. Aus diesem Text möchte ich ein paar Sachen vorlesen. Also der Herr Scheele. Schuld am Vorhandensein des Coronavirus, Schuld daran, dass er immer noch nicht weg ist, Schuld an der hohen Zahl der Infektionen, Schuld am Volllaufen der Krankenhäuser und Intensivstationen, Schuld an der nicht zufriedenstellenden Wirkung der Impfungen, Schuld an Nichtvorhandensein von genügend Impfstoff, Schuld an der Überlastung der Hausärzte. Ich denke, es ist nicht eine Frage der Schuld, ob jemand schuldig ist oder nicht, können bekanntlich in Deutschland nur Gerichte klären. Vielmehr ist es doch eine Frage nicht eingelöster Versprechen und nicht erfüllter und enttäuschter Erwartungen. Menschen gehen sich auf der Arbeit oder im privaten Bereich an, werfen sich gegenseitig vor, an etwas schuld zu sein. Die Ausmaße der Enttäuschung und Wut, oft auch der Machtlosigkeit oder Handlungsunfähigkeit, manchmal aber auch der Angst, sind aktuell ebenfalls auf allen Ebenen erlebbar und spürbar. Ich gebe zu, ich habe auch keinen Masterplan, ich kann nichts versprechen, ich kann nichts in Aussicht stellen, ich verpflichte niemand zu etwas, ich empfehle niemand etwas, weil ich es einfach nicht weiß. Ich rate nur jedem, der es auch nicht weiß, es ebenso wie ich zu halten und es einfach zuzugeben, dass man keine Lösung zu bieten hat. Dann kritisiert er das Zusammenstreichen des Gesundheitssystems. Und hier kommt noch ein spannender Satz. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass der andere auch berechtigte Gründe haben kann. Ziehen wir in Erwägung, dass der andere eventuell auch Recht haben könnte, achten wir einfach unser Grundgesetz. Tja, und ich sag dazu, wer achtet unser Grundgesetz? Das ist ein Politiker der Linken, in diesem Fall der Oberbürgermeister von Neuhaus am Rennweg, Uwe Scheele. Also ein interessanter Text. Ich habe aber auch noch etwas, ich weiß, dass du ein Freund von Definitionen bist, Impfdurchbrüche und Impfversagen. Ja, das ist ganz interessant. Es wird ja jetzt immer von Impfdurchbruch gesprochen und letztens hat irgendein Kollege, ich weiß gar nicht mehr wo, nur kurz angemerkt, dass es diesen Begriff früher eigentlich so gar nicht gegeben hat. Sondern früher hat man eigentlich von Non-Respondern oder von sogenannten von Impfversagern gesprochen. Impfdurchbruch habe ich auch früher nie gehört und dazu gibt es einen interessanten Artikel auf Wikipedia unter dem Schlagwort Non-Responder. Steht, nach einer Impfung spricht man von einem Non-Responder oder Impfversager, unter anderem dann, wenn der Impfling nach einer Impfung keine oder nicht ausreichende Antikörper bildet und so weiter. Der Rest ist uninteressant. Etwas weiter unten steht dann, die Begriffe Impfversager und Impfdurchbruch werden im Fachwörterbuch Infektionsschutz des Robert-Koch-Institutes synonym verwendet. Und wenn man dann mal, was ja ab und zu ganz interessant ist, mal auf die Versionsgeschichte geht, dieses Artikels, dann ist da die letzten Jahre eigentlich nie viel passiert. Und dann geht es schlagartig los mit im Mai 2021, da hat irgendeiner das mal editiert und da fängt das an, dass sich gestritten wird über diesen Begriff des Impfdurchbruches und so weiter. Also hier hat man sozusagen erst vor kurzem den Wikipedia-Beitrag RKI-konform geändert, um da keine sozusagen kognitiven Dissonanzen entstehen zu lassen. In Gedenken an Viktor Klemperer oder auch George Orwell erwähnen wir das in diesem 6. Wellengespräch. Es gibt noch eine Hörerfrage. 2G, 3G, 4G, 5G. Wie machst du es in deiner Praxis? Du hast ja eine Zahnarztpraxis.
Ja, also wir versuchen an der Stelle natürlich den Ball so flach wie möglich zu halten. Das Patientenklientel hat sich in den letzten anderthalb Jahren dann doch ein bisschen geklärt. Die ganz großen Corona-Fans kommen nicht mehr zu uns. Die anderen sind froh, dass es noch eine Stelle gibt, die auf diesem Planeten normal tickt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir eigentlich offen gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen. Wir hatten auch leider schon den Fall letztes Jahr, dass eine erzürnte Patientin uns das Ordnungsamt auf den Hals gehetzt hat und ich dann eine Bußgeldandrohung kriegte. Und dann habe ich den Damen und Herren mal ein paar Seiten eine Abhandlung über die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung geschrieben und dann war Ruhe. Man kann ja auf jeden Fall auch sagen, dass mal im übertragenen Sinne, wenn du als Zahnarzt deinem Patienten vor der Behandlung sagen wirst, sie werden jetzt unmenschliche Schmerzen haben, sie brauchen die maximale Angst, weil die nächste Stunde auf meinem Sessel wird die völlige Tortur. Als Arzt, denke ich, wirst du sagen, das wird für die Heilungschance nicht unbedingt zuträglich sein. Nein, also ich sage zu den Patienten immer, sie dürfen Angst haben, sie müssen nicht. So enden wir das sechste Wellengespräch. Ich bedanke mich bei Heiko Schaffberg und ich befürchte und denke und freue mich aber auch darauf, wir werden bald wieder miteinander sprechen müssen. Ja, ich wünsche allen eine entspannte und hoffentlich erfolgreiche Woche.